Tung da ga dang da ga dung da ra tung tao tung da ra dung tang to. Tung da ra ding tang tung da ra tao tao tung da ra ding tang to. Tung da ra tao tang tung da ra tao tung da ga dung tang tung. Tung da ga dang tam tung da ra dang tung di ri ding ding tung. Tung da ga ding dang da ga da ga dung. Tung da ga ding dang da ga da ga dung. Tung da ga ding dang da ga dang 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 da ga da ga dung dang da ga dang dang da ga da ga dung da ga da ga bang. Hello everyone and hallo welcome zusammen, to this conversation on herzlich willkommen zu diesem Gespräch über die Systeme von Betreuung und Steuerung. Das ist der fünfte Lumbung-Gespräch, also eine Reihe von Online-Gesprächen, die zur Documenta 15 Ausstellung führen wird. Hier geht es um die künstlerische Gruppe Ruan Grupa, ein Kollektiv aus Jakarta, ein Künstlerkollektiv. Wenn Sie es noch nicht wissen, Lumbung bezeichnet die Praxis von Ruan Grupa. Es ist eine Methode, ein Verfahren, und es wird übersetzt aus dem Indonesischen, bedeutet dann die Reisscheune. In den ländlichen Gemeinschaften von Indonesien wird die überschüssige Ernte in diesen Reisscheunen gespeichert und wird dann in der Gemeinschaft verteilt nach Bedarf. Und diese Methode bringt uns heute hier zusammen über diese Themen von Gastfreundschaft, von Betreuung, die wesentlich sind für Documenta 15 und die darum angesiedelten Gespräche. Mein Name ist Jasmin Gunaratnam und ich bin Soziologin am King's College London. Ich arbeite schon seit mehreren Jahren in der Forschung zu Methoden und mich interessiert die Schnittstelle zwischen Tod, Betreuung am Ende des Lebens, Menschen mit Behinderungen. Hier trifft der Körper auf seine Grenzen. Die Betreuung muss immer wieder sich neu aufstellen, neu orientieren in diesen Zeiten. Ich spreche heute mit Praktikern aus dem Trampoline House in Dänemark und aus dem Project Artworks in Großbritannien. Zweck des Gespräches besteht darin, zuzuhören und gemeinsam sich auszutauschen über die Frage, wie die ethische und politische Drahtseilakt zu schaffen ist zwischen Betreuung und Kontrolle und Steuerung, nicht nur aus Sicht des Staates, sondern auch in Bezug auf die intimen Beziehungen, die privaten Beziehungen, die engen Beziehungen im Bereich Betreuung, Pflege, im Schnittpunkt auch mit Kunst. Bevor die Podiumsteilnehmer sich vorstellen, möchte ich einige Hinweise geben. Sie können Fragen einstellen über den YouTube-Chat, die wir dann am Ende des Gespräches aufgreifen werden. Und wenn Sie dieses Gespräch auf Deutsch verfolgen möchten, dann gibt es dort einen entsprechenden Livestream auf der Homepage von Documenta 15, auf der YouTube-Page. Man findet dort die Optionen für eine deutsche Übersetzung. Und ich möchte nun das Wort zunächst weitergeben an Mitglieder aus dem Trampoline House. Sie werden sich selbst vorstellen und werden ihre Rolle im Projekt darstellen. Morten, vielleicht könntest du beginnen. Yes. Okay. Ja, das mache ich gerne. Hallo. My name is Morten and, ich heiße Morten und General Manager of, ich bin der General Manager des Weekend Trampoline House. Ich war auch beteiligt von Anfang an, als wir das Trampoline House damals 2009 gegründet haben und aufgebaut haben. Ich bin sozusagen einer der alten Veteranen des Projektes. Carlotta. Yes, hello, thank you for the intro. Ich heiße Carlotta Mir. Ich bin Kuratorin und Forscherin aus Wien. Und ich bin schon seit 3 Jahren beim Trampoline House.
Ich würde sagen, dass einige der Dinge, an denen ich beteiligt bin, zusammen mit Sarah Al-Wirani, das Fundraising sind, Lobbyarbeit und Vermittlungsarbeit. Und im Rahmen von Documenta 15 arbeiten wir auch mit den Lumbung-Partnern zusammen und unterstützen die Partnerschaften in Kassel. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Arts, die Kunstinstallationen und die darum agierenden Gruppen. Sarah. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Sarah Al-Wirani. Ich komme aus Rom und arbeite in Rom. Ich bin Kuratorin, unabhängige Kuratorin mit einem Fokus auf sozial engagierte Praktiken, die Beziehungen und Räume aufbauen, zusammen mit marginalisierten Gruppen, die keinen guten Zugang zum öffentlichen Raum haben. Das sind Asylsucher und jene, die aus diasporischen Phänomenen damit verbunden sind. 2019 bin ich zum Trampolinhaus gekommen. Wir haben das Video zusammengestellt über diese Arbeit, das werden wir später sehen. Die Arbeit für das Trampolinhaus war eine sehr intensive Erfahrung für mich. Ich kann Wissen austauschen über Asylsysteme in ganz Europa und vergleichen mit der Situation in Dänemark oder in Italien. Für mich war es ganz wichtig, unsere Methoden über örtliche Grenzen hinaus auszutauschen und gleichzeitig auch uns dem Thema Fundraising zuwenden. Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema. Herzlichen Dank, Sarah. Und wir haben eine Teilnehmerin, symbolisiert durch das grüne Rechteck. Das ist Shakira. Carlotta, könntest du etwas über Shakira und ihre Arbeit im Trampolinhaus sagen? Ja, das mache ich gerne. Sie entschuldigt sich zunächst einmal, sie kann nicht hier bei sein. Sie ist Aktivistin, die mehrere Jahre schon in der Gemeinschaft vom Trampolinhaus arbeitet. Sie ist eine wesentliche und wichtige Person. Sie kommt aus dem Kongo und hat das Schlimmste und die schlimmsten Seiten des dänischen Asylsystems kennengelernt, einschließlich der Gewalt. Und der Grund, warum sie heute nicht hier sein kann, ist, dass sie beteiligt war an Forschungsarbeiten zu unserem Projekt für Documenta 15. Und die Verbindung ist dort sehr schlecht, wo sie arbeitet. Sie bekommt keine Internetverbindung hin, die gut genug ist. Und wir haben unser Bestes versucht, aber das war leider nicht möglich, die Verbindung herzustellen. Aber ich glaube, es war wichtig, diese Abwesenheit zu zeigen, denn sie ist Teil unserer wichtigen Präsenz von Documenta 15. Mitglieder können nicht reisen, haben keine Verbindung. Sie haben es zu tun mit sehr, sehr schwierigen materiellen Bedingungen und Entbehrungen. Und von daher war es für uns wichtig, diese Präsenz anzuzeigen, auch wenn sie durch Abwesenheit charakterisiert ist. Wir machen weiter mit dem Project Artworks, angesiedelt im Süden Großbritanniens. Die Mitarbeiterinnen von Project Artworks sind dort zusammen in einem Raum und vielleicht könnten Sie sich vorstellen. Ja, Kate Adams ist mein Name. Ich bin Künstlerin im Project Artworks. Ich bin Mutter eines Mannes, 39 Jahre ist er alt, mit komplexen Anforderungen an Unterstützungen. Und das hat mich dazu geführt, dass ich versuchte, einen Weg zu finden zwischen der Kombination von Leben und Betreuung in der Arbeit. Und als Ergebnis dessen hat sich das Projekt Artworks entwickelt innerhalb der letzten 20 Jahre. Darüber werden wir auch noch im Einzelnen zu sprechen kommen. Wir sind hier in unserem Studio zusammengekommen. Bitte. Mein Name ist Mel Sexton. Karl ist mein Bruder. Und er kommt immer freitags hier zum Project Artworks. Und ich nehme jetzt einfach mal den Bildschirm.
You can see in the background Carl's work. Und hier im Hintergrund sieht man die Arbeiten von Carl. Hello, Carl. Hi, Carl. Das ist Carl. It's really difficult to move this. Ja, es ist so ein bisschen schwierig, das im Gleichgewicht zu halten. Aber ich führe euch mal hier rum. Das ist Janine. So we're not just his siblings, though. We are also, wir sind nicht nur Geschwister, his carers, sondern wir sind seine Betreuerinnen. Wegen der, er hat Kommunikationsherausforderungen und von daher sind wir hier dann zusammen, um das Gespräch zu führen. I'm Tim Currigan. Mein Name ist Tim Currigan. Ich bin Filmemacher und arbeite seit fast Anfang an beim Project Artworks. Wir begannen mit dem Studio, mit der Kunstarbeit und haben mit unterschiedlichen und vielen Menschen zusammengearbeitet in diesem Projekt. Herzlichen Dank. Nun kurz zum Vorgehen des Gespräches. Vielleicht wäre es gut, wenn die Projekte sich vorstellen, dass wir erstmal mal schauen, in welchen Kontexten die Projekte arbeiten. Und vielleicht machen wir erstmal weiter mit dem Video über Trampoline House. Dort wird in 5 Minuten gezeigt, um was es geht beim Trampoline House. Hier geht es um den Visible Award, den Carlotta und Sarah erwähnt haben. Und vielleicht können wir das Video jetzt abspielen. Trampoline House begann als ein Kunstprojekt in 2010 mit einem starken sozialen Engagement und im Laufe der Jahre sind wir zu einer richtigen NGO geworden. Wir beschreiben uns als ein Gemeinschaftszentrum mit einem Fokus auf Gerechtigkeit für Flüchtlinge. Das Problem besteht darin, dass Politiker versuchen, absichtlich das Leben so schwierig wie möglich zu machen für diejenigen, die im Asylsystem leben. Wir können nichts machen, wir haben keine Rechte. Wir können nicht in die Schulen gehen, unsere Eltern dürfen nicht arbeiten gehen. Ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen oder Monaten passiert mit mir. Ich warte immer noch auf Antworten. Das Trampoline House ist ein Weg, etwas zu tun, vorzuschlagen, dass es auch einen anderen Weg geben kann. Das Trampoline House hilft den Menschen nicht. Wir versuchen den Menschen die Instrumente, das Wissen, und die Informationen an die Hand zu geben, damit sie selbst helfen können in dieser Situation der Anfälligkeit. Wir machen das, indem wir Jobtraining anbieten, Praktika, Beratung im Bereich Recht, Medizin, Workshops, Kunstausstellungen, demokratische Foren, Gemeinschaftsabendessen und soziale Aktivitäten, gemeinschaftliche Aktivitäten. Wir haben vor 4 Jahren das Camp Center for Art and Migration in Politics geöffnet, das gehört zum Trampoline House. Dort konzentrieren wir uns auf Themen von Vertreibung, Migration, Immigration und Asyl. Und wir arbeiten mit international bekannten KünstlerInnen und jungen und sich entwickelnden KünstlerInnen zusammen. Die meisten von ihnen haben Erfahrungen gesammelt als Flüchtlinge oder Migrantinnen und wurden rassisch diskriminiert. Ich wurde eingeladen, eine Ausstellung unter dem Titel William Friedman zu machen. Das ist ein Privileg, denn hier habe ich die Chance, meine Konzepte zu zeigen und in einer Szene mit vielen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Das Haus ist wichtig, glaube ich, denn hier werden viele Aspekte des Lebens abgedeckt, Dinge, die jeder Mensch braucht, egal wer sie im Einzelnen sein mögen. Und wenn man Demokratie fördern möchte, muss man sich neu programmieren, man muss sich erstmal entprogrammieren, man muss zu einem Punkt kommen, wo man sich auf Augenhöhe miteinander trifft. Das ist gar nicht einfach, denn im System gibt es sehr viel Ungleichheit zwischen den Asylsuchenden und den normalen Bürgern in Dänemark. Und diese Ungleichheit ist enorm. Dieses Haus schafft einen sozialen Rahmen, wo aber diese Gleichheit möglich ist. Und wenn das gegeben ist, dann ist Demokratie möglich. In dem Trampolinhaus akzeptiert uns jeder von Herzen. Ich fühle mich frei.
Ich liebe das einfach, denn jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, dann fühlt sich das toll an. Und immer, wenn ich hier die Schwelle überschreite, dann gehöre ich zur Familie. Ich sehe meine Brüder, ich sehe meine Schwester. Schwarze, weiße und unterschiedliche Abstufungen von Brauntönen. Jeder Tag ist dieses Haus ein Zeugnis für die Tatsache, dass das Zusammenleben und die Integration nicht unmögliche Prozesse sind, so wie die Politiker uns das immer weismachen wollen. Wir zeigen jeden Tag immer wieder aufs Neue, dass wir Räume gemeinsam gestalten und nutzen können, dass wir eine Liebe fühlen für einen Raum, trotz unserer Unterschiede. Es gibt keinen Zweifel daran, dass das Trampolinhaus Auswirkungen hat. Es ist wirklich wichtig für die Menschen, die das Haus nutzen. Das Trampolinhaus hat Auswirkungen auf unsere gesamte Gesellschaft, auf die allgemeine Gesellschaft. Wir treffen Asylsuchende, Flüchtlinge, und zwar in einer demokratischen Art und Weise als gleichwertige Bürger. Und ich hoffe, und das ist das, was ich auch wahrnehme, dass das etablierte System dies als Inspiration aufnimmt in Richtung Gleichheit. Und dann ist das ist ja die Grundlage für das Trampolinhaus und unsere Arbeit. Wenn wir den Visible Award bekommen, dann würden wir dieses Geld dann sehr gerne verwenden für unser Sonderprogramm für Kinder. Kinder sind besonders anfällig im dänischen Asylsystem, und wir haben dort Spezialprogramme, Sonderprogramme, Bildungsprogramme für die Kinder entwickelt. Asylsuchende in Dänemark leben in Zentren, Asylzentren, und dürfen nicht arbeiten. Der Asylprozess selber erstreckt sich über lange Zeit, und viele Menschen, einschließlich Familien mit kleinen Kindern, müssen dann Jahre in diesem Asylsystem verbringen und warten darauf, dass ihr Fall verarbeitet wird vom Immigrationsdienst. 200 Asylsuchende und Flüchtlinge tragen jedes Jahr zum Trampolinhaus und der Gemeinschaft bei. Herzlichen Dank. I wonder what sort of came across in the last moments of that film was also the slow, quiet violence of migration. Dort system in Denmark. Ausgedrückt wurde, wo ja, war ja auch die stille Gewalt des Asylsystems in Dänemark. Carlotta, Sarah, wollt ihr etwas zu diesem Kontext sagen, zu dem größeren Kontext dieses Videos? Carlotta, möchtest du vielleicht beginnen? Ja, mache ich gerne. Ich kann das Thema sehr gerne einführen. Ich bin ja nicht die Expertin, aber ich kann sagen, dass das dänische Asylsystem im Unterschied zu dem, was man vielleicht meint, wenn man an Dänemark denkt, als eine skandinavische, moderne Gesellschaft, das ist das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist aber eine der gewalttätigsten Systeme, die es gibt. Und es beruht auf normalisierter Feindlichkeit und Dehumanisierung von Asylsuchenden und MigrantInnen. Das haben wir ja gesehen in dem Video. Es gibt keine Ressourcen, die den Asylsuchenden zugewiesen werden und deren Bedürfnissen sie erfahren. Das, was Nicolas Missel, jemand, der bei uns zusammengearbeitet hat im Projekt Camp, als sozialen, gesellschaftlichen Tod beschrieben hat. Die Regierung versucht, Möglichkeiten für soziales, gesellschaftliches Leben und Teilhabe, ein Leben, das lebenswert ist, von vornherein auszuschließen, mit dem Ziel, die Menschen davon abzuhalten, sich um Asyl zu bewerben. Und das ist eine bewusste Entscheidung, das so zu gestalten. Morten, möchtest du etwas über dieses Video sagen? Und Sarah? Ja, was wir dort sehen und hören, das ist ein Satz von Morten. Das Leben so unmöglich und schwer zu machen, wie es irgend geht, das ist das, was die Politiker machen. Und es gab eine öffentliche Debatte über diesen Punkt. Killing them softly war der Überschrift über die Debatte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in den Asylzentren ganz niedrige Standards haben, ganz schlechte Bedingungen. Die sind oftmals irgendwo im Grünen gelegen, weit weg von den Städten, JWD. Wir sehen dort Mangel an wirtschaftlicher Unterstützung für die Menschen. Das sind strukturelle Voraussetzungen, die
dazu führen, dass die Asylsuchenden Dänemark freiwillig verlassen möchten. Extraterritoriale Camps außerhalb von Europa wird gerade befördert in Dänemark. Das widerspricht den Menschenrechten und den rechtlichen Vorgaben. Und Shakira versucht, diese Verbindung herzustellen. Diese Ketten, die wir sehen im dänischen Kontext, die führen dazu, dass es den Menschen unmöglich ist, zu reagieren und zu agieren. Und darum ist es so wichtig, über diese gewalttätigen Bedingungen etwas zu sagen und über die Reaktion, die wir versuchen zu organisieren gegen diese Strukturen. Und das ist ja auch das, was Trampolinhaus ausmacht. Es wirkt als Antidot, als Gegengift gegenüber diesen schwierigen und gewalttätigen Bedingungen. Morten. All right. I just wanted to add, because ich möchte etwas hinzufügen. Es stimmt, das, was Carlotta und Sarah beschrieben haben. Und da gibt es einige Details, die noch wichtig hinzuzufügen sind. Es ist nicht ganz zutreffend, dass es kein Geld gibt für Asylsuchende. Wir haben ein sehr teures System. Das Problem besteht darin, dass das Geld und die Fonds dafür verwendet werden, die Menschen zu isolieren, getrennt zu halten. Sie werden in diesen Camps interniert und victimisiert. Das bedeutet nicht, dass sie Hunger haben. Der Körper, um die kümmert man sich. Das gibt es auch ein Gesundheitssystem. Das ist Gesundheitsversorgung von niedriger Qualität im Vergleich zum öffentlichen dänischen System, aber es ist ein System, was den menschlichen Körper respektiert, durchaus, aber es respektiert nicht den Einzelnen, das Individuum als Bürgerin. Und das Haus ist, das Trampolinhaus ist ein Gegengift, wurde gesagt. Wir bieten den Menschen an, Teil der Gemeinschaft zu sein, zu werden, zu der sie andernfalls keinen Zugang haben. Okay, thank you. So there were some important themes that came. Das waren wichtige Themen, die angesprochen worden sind. Die Beziehungen zwischen Betreuung und Kontrolle. Und es gibt aber auch etwas in Bezug auf die verteilte Gewalt im Asylsystem von Dänemark, was ganz wichtig ist für unser Nachdenken über das, was ein Gegengift darstellen könnte. Wir haben etwas gehört über diese große Ungleichheit und Kluft zwischen dem Image und der Realität. Wir behalten diese Themen erst einmal im Hinterkopf. Morten hatte diese doppelte Denke angesprochen. Die Menschen werden angesprochen als Körper, aber nicht als Menschen mit darüber hinausgehenden Bedürfnissen. Wir behalten das im Hinterkopf, wie gesagt, und blicken nun auf Project Artworks. Und Project Artworks wird ein wenig von ihrer Arbeit zeigen in einem Video. Und das ist das längere Video. Wir werden die ersten 5 Minuten dieses Videos uns anschauen. Und wir können nun das Video abspielen für das Project Artworks.
painting? Yes. Yes, I am. I am. Great. They've got the hair, they're kind of like, they look... Ah, oh, let's have a look. Hello, Kate. Do some drawing. Yeah. Oh, very nice to see you. How's Paul? He's good, thanks. Yeah, he's happy this week. He wasn't so happy last week. Wasn't he so happy last week? I think it's because there was a full moon. Thank you. Herzlichen Dank. Project Artworks. Tell us something about context. Erzählt uns auch ein bisschen über den Kontext, der wichtig ist, um die Arbeit zu verstehen, um zu verstehen, was im Film, im Video gezeigt worden ist. First of all, we use art in order to be able to enable. Wir verwenden Kunst, um Menschen die Möglichkeit zu geben, sichtbar zu sein, sichtbar zu werden, kreativ zu werden, zu ihren eigenen Bedingungen, in einer Art und Weise, die im Einklang steht mit ihrer Fähigkeit und der Art und Weise, mit der Welt zu interagieren. Der Kontext augenblicklich sieht wie folgt aus. 2/3 der Menschen, die im Verlauf der Pandemie in Großbritannien gestorben sind, waren Menschen mit Behinderungen, waren Menschen, die Unterstützung benötigten. Es gibt also eine inhärente Ungleichheit zwischen neurodiversen und nicht neurodiversen Gemeinschaften. Und es ist darum sehr wichtig, eine Sichtbarkeitsplattform zu bauen, die anerkannt wird als ein Ort, der Wert hat in unserer Gesellschaft. Kultur wird
als Wert angesehen und anerkannt in unserer Gesellschaft. Und wir wollen also Sichtbarkeit schaffen, die herrührt aus der Arbeit derjenigen, die die Arbeit machen, die die künstlerische Arbeit machen und anerkannt wird im öffentlichen Raum und Gespräch. Der Film, der gezeigt worden ist, wurde aufgenommen in einem der Workshops. Wir haben ein Kreativprogramm oder auch kreative Programme für neurodiverse KünstlerInnen. Und wir hören im Hintergrund Karl. Das war derjenige, der das Punktebild gemalt hat und er arbeitet im Hintergrund. Die Arbeit beginnt mit einer tiefen Beziehung zu den Einzelnen auf der Grundlage von Vertrauen. Beziehungen, die sich entwickeln hier im Studio. Es gibt Verbindungen, die zunächst ihren Anfang beginnen und haben im Studio und dann weitere Kreise ziehen. Die Arbeit von Karl ist das, was er ausdrücken kann als nicht-verbaler Ausdruck. Es hat sich entwickelt, verändert im Laufe der Jahre, die Art und Weise, wie er arbeitet. Die Praktiken verändern sich. Und trotz allem können wir immer sehen und sagen, dass es das Werk von Karl ist. Und wir haben uns wirklich total gefreut, dass wir hier Teil von etwas sein können, was bewährt, was als Wert anerkannt wird, wo seine Arbeit als Wert anerkannt wird, was woanders wo über dies nicht der Fall ist. Ich möchte zurückkehren auf dieses größere angelegte Gespräch. Es gab ja schon wichtige Themen, die angesprochen worden sind. Es geht um eine Lesbarkeit, die dann oder eine Sichtbarkeit, die dann hergestellt wird, wenn Kunst kanalisiert wird, wenn Kunst geschaffen wird zu den Bedingungen und den Möglichkeiten der KünstlerInnen entsprechen. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir später nochmal zurückkommen. Es geht ja darum, wie wir dominante kulturelle Räume uns erschließen, erobern und nutzen. Und Tim hat etwas erwähnt über ein tiefes Vertrauensverhältnis. Und das gibt uns ja im Prinzip den Kontext. Wir müssen arbeiten mit Unsicherheiten, mit dem Unbekannten als ein wichtiges Element. Mel, du hast gesprochen über die nichtverbale Kunst. Das ist wichtig für die Art und Weise, wie wir nachdenken über die zeitgenössischen Bedingungen von bürgerschaftlichem Leben. Ihr arbeitet in unterschiedlichen Domänen der engen Bürgerschaft. Wie können wir in einem System, das dehumanisierend sein kann, human arbeiten? Das ist ja fast ein eugenisches System. Das ist ein Begriff, der sich bezieht auf die Pandemie. Pandemie als eine andere Art auch der Gewalt. Und bevor ich das Gespräch eröffnete, möchte ich euch die Gelegenheit geben, euch miteinander zu unterhalten. Muhannad kann auch nicht heute dabei sein vom Trampoline House und vielleicht könnten wir ihn und seine Rolle kurz vorstellen. Morten, möchtest du das übernehmen? Ja, das kann ich. Ja, ich habe eine Botschaft bekommen, eine Nachricht von Muhannad, dass er es nicht schafft, hier hinzukommen.
Wir sollten ihn aber vorstellen. Er sollte hier dabei sein heute. Muhannad kommt aus Syrien und ist seit 2019 im Trampolin House tätig. Er kam als Filmemacher, der Dokumentarfilme hergestellt hat über den Bürgerkrieg in Syrien. Und da kommt er auch schon gerade rein. Das ist toll. Als hätte er es gehört. Ja, vielleicht können wir ihm einen kurzen Augenblick geben, dass er sich einrichtet. Hi, Muhannad. Hi. Ja, vielleicht müsst ihr erstmal zur Luft kommen. Morten hatte gerade begonnen, dich vorzustellen, hat etwas gesagt zu deiner Rolle und zur Arbeit im Trampolin House. Kannst du schon etwas sagen oder möchtest du erstmal ankommen und dich sammeln? Ja, ein paar Minuten. Musst du doch hier ziemlich hierhin hetzen. Okay. That feels really important again to recognize. So let's give you a few moments to gather yourself after something like that. Okay. Yeah. Apparently there are the people of the Rasmus Paludan group downstairs, and somebody has thrown something at them. Da war eine Gruppe von Rasmussen und das waren schwierige 20 Minuten. Die haben alle angehalten und es gab irgendwelche Auseinandersetzungen. Mein Name ist Muhannad Al-Ulabi, ich komme aus Syrien, bin seit fast 3 Jahren in Dänemark. Ich war beteiligt seit Anfang an, seitdem ich hier nach Dänemark gekommen bin, beteiligt am Trampolin House. Man hatte mich schon frühzeitig informiert über das Trampolin House. Das war also Mitte 2019. Ich bin Filmemacher, mein Hintergrund sind also visuelle Medien, Film. Und ich war eingeladen, Teil der Dokumentargruppe zu sein und dort zusammen zu arbeiten mit dem Dokumentarprojekt. Trampolin House nimmt teil an der Dokumentar 15 Ausstellung. Ich habe versucht, teilzunehmen und meine Erfahrungen beizutragen als jemand, der visuellen Videocontent erstellt, der sich fokussiert auf Migration aus der Sicht von Videokünstlern. Wir wollen Teilhabe darstellen im Rahmen von Dokumenta als Gemeinschaft. Partizipation. Wir sind geteilt in Workshops, wie alle wissen, und ich bin verantwortlich für 2 Workshops. Einer fokussiert sich auf Filme machen, der wird in Kürze beginnen. Da gibt es einen Aufklärungsteil, Menschen mit Migrationshintergrund und alle anderen werden darin unterrichtet, Videomaterial zusammenzustellen. Und der andere Teil der Workshop bezieht sich auf das Dokumentieren unserer Aktivitäten im Trampolin House und der Weg, wie wir dann zur Dokumenta gekommen sind. Und wir werden Content erstellen, der Teil der Ausstellung Dokumenta 15 sein wird. Der zweite Workshop, für den ich verantwortlich bin, ist ein Comedy Workshop. Political Incorrectness ist der Titel. Und hier versuchen wir, all die Bedingungen und Umstände zu kritisieren, durch die wir als Migrantinnen und Flüchtlinge durchgehen müssen in einer komödienhaften Weise, komödischen Herangehensweise. Es gibt dort keine Grenzen. Wenn wir Comedy schreiben, dann wollen wir eine Geschichte ohne Make-up erzählen, ohne Ausschmückungen. Wir wollen keine Filter verwenden, sondern alles so darstellen, brutal, ehrlich darstellen. Und darum nennen wir das auch Political Incorrectness. Thank you. Herzlichen Dank. Und vielleicht können wir wieder in den Dialog
treten, in terms of the partners in this dialogue, have given us some hints. Beide Gruppen haben ja schon die grundlegenderen Ideen ihrer Arbeit vorgestellt. Und vielleicht können wir auf diese grundlegenden Ideen zurückkehren. Es gibt mehrere Konzepte, mit denen ihr arbeitet, Kate. Tim und die Familie Sexton. Ich würde dieses Thema tiefes Vertrauen noch einmal gerne ansprechen. Wie sie das anfühlt, würde ich gerne wissen. Und wie stellt ihr fest, dass dieses Vertrauen auch wirklich da ist? Project Artworks. Ich möchte euch zunächst das Wort geben und Muhannad kann sich noch in der Zeit ein Glas Wasser holen und damit versorgen. Ja, Fragestellungen sind die grundlegenden Ideen, die die Arbeit von euch leiten. Die Schwierigkeiten und die praktischen Lösungen für Lebensprobleme, Unterstützung zu geben, wo es notwendig ist. Das sind zentrale Elemente unserer Arbeit. Wir agieren in einem System, in dem es systemische Strukturen gibt, die Unterstützung liefern können, aber sie sind oftmals etwas, die Arten von Unterstützung, die nicht immer weiterhelfen. Das aktuelle System, insbesondere dann, wenn die Menschen älter werden, hängt sehr viel ab von dem Ermessensspielraum derjenigen, die Hilfe leisten. Und Kunst kennt keine Grenzen. In unserem Kunstprojekt geht es darum, dass wir das Umwelt zwar fixieren, aber nicht die Menschen. Die Umwelt, die wir schaffen, schafft Freiheit und das ermöglicht es, dem Menschen zu blühen, aufzublühen, frei zu sein, Freiheit zu erleben und die Entwicklung einer Praxis eigenverantwortlich voranzutreiben, egal wie diese Praxis aussieht. Das wiederum schafft den Sinn für die Möglichkeit, aktiv zu sein für die KünstlerInnen. Und das wiederum strahlt vom Einzelnen, von der einzelnen KünstlerIn aus auf die Familie. Und so versteht die Künstlerin sich nicht mehr als Objekt von öffentlichen Finanzen und Unterstützungsdiensten und Hilfe, sondern als jemand, der wichtig ist für das unvermittelte und unmittelbare Umfeld. Ja, ich möchte zurückkommen auf die Thematik Vertrauen. Wir entwickeln Beziehungen über einen langen Zeitraum. Das ist das Erste. Wir müssen uns die Zeit nehmen, Zeit zulassen. Und diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, in unserem Studio in Hastings, mit denen arbeiten wir schon seit vielen Jahren zusammen. Karl war ganz klein, ganz jung, als wir begonnen hatten, mit ihm zu arbeiten. Und es geht wirklich darum, sich die Zeit zu nehmen, sich kennenzulernen, gegenseitig kennenzulernen. Wir schaffen ein befreiendes Umfeld, ein personalisiertes Umfeld, hochgradig personalisiert. Und das ist im Prinzip die Umkehr von einer typischen Machtdynamik und Beziehungen, die auf diesen Machtdynamiken beruhen. Und durch diese Umkehr bauen wir Vertrauen auf. Wir operieren in einer nicht-hierarchischen Art und Weise. Wir sind immer der Ansicht, dass wir voneinander lernen und geben. Das ist nicht, dass wir etwas geben und andere nehmen, sondern wir geben und nehmen in gleichem Maße wie die Künstlerinnen. Und dann ist etwas, was ein Gleichgewicht schafft in der Beziehung, was wiederum zu Vertrauen führt.
Und auf diese Weise schaffen wir die Werke, die dann auch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich möchte etwas weiter hören über die Arbeit, die ihr macht. Das Umkehren von traditionellen Machtverhältnissen durch Betreuung. Manchmal hat man ja die Tendenz, die Dinge einfach schnell zu übergehen. Was habt ihr denn? Ihr habt ja gesagt, das ist ein konstanter Prozess des Lernens. Wo gab es denn die wichtigen Herausforderungen, schwierig, wo das, was normal schien, plötzlich nicht mehr normal ist und man aus dieser Normalität aufgerüttelt wird? Es ist erstmal die Idee, dass die Gesellschaft und Kunst offen wären und zugänglich wären, erreichbar wären. Was wir aber dann feststellen, ist, wie unsichtbar Menschen sind. In Gemeinschaften, im gemeinschaftlichen Leben, im Übernehmen von Führungsrollen, in der Möglichkeit, Kultur zu schaffen und zu erfahren. Und wir versuchen, vorsichtig die Dinge herauszufordern, vorsichtig, weil ich sage und sehe, dass es bei der Gesellschaft doch sehr große Ängste gibt gegenüber dem Thema Unterschied und unterschiedlichen Arten und Weisen. Ja, unsere Arbeit schreitet fort, ist niemals abgeschlossen. Wir agieren auch immer und reagieren auf den äußeren Kontext, den wir beobachten müssen. Wir müssen den politischen, sozialen, gesellschaftlichen Kontext beobachten und es zulassen, dass sich daraus Maßnahmen ergeben. Aber es gab auch vielerlei Widerstand gegen unsere Arbeit. Es gab Versuche, die Repräsentation für uns zu finden in der Gesellschaft. Und das war oftmals sehr schwierig. Manchmal haben wir gesehen, dass eine Tür vorsichtig geöffnet wurde, aber es gab letztendlich dann doch wieder starke Widerstände, die dann sich ausdrückten in Vorurteilen und auch darauf beruhten und sich dann als Diskriminierungserfahrungen sichtbar machten. Vielleicht können wir nachher noch einmal auf die individuellen Praktiken zu sprechen kommen und die Herausforderungen, die sich für euch ergeben haben. Aber ich möchte zunächst einmal wieder den Blick richten auf das Trampolinhaus und möchte auf etwas zurückkommen, was Kate angesprochen hat, nämlich den Widerstand, den Kates Projekt Artworks gesehen haben. Sie versuchen im Projekt Artworks sich zu kümmern, Menschen zu betreuen. Und die Kette wurde erwähnt im Zusammenhang von Trampolin House, eine Verkettung von Systemelementen, die letztendlich zu einer bestimmten Art der Dehumanisierung führen. Vielleicht können wir diese Idee noch einmal aufgreifen und darüber sprechen, was diese Idee bedeutet für eure Arbeit. Ja, das möchte ich gerne zunächst einmal ansprechen und einleitend ansprechen. Aber dann das doch letztendlich gerne weiter öffnen, das Gespräch. Wir haben ja schon einige der Themen angesprochen. Und es war ganz wichtig, was Morten gesagt hatte einige Augenblicke zuvor. Und vielleicht habe ich auch falsche Worte gesucht. Das Asylsystem kümmert sich um die Körper der Menschen im Asylsystem. Und natürlich werden ökonomische Ressourcen dafür freigestellt. Aber das bedeutet nicht, dass es die Absicht gäbe, irgendeine Art von erfüllendem Leben zu ermöglichen. Hier gibt es eine Missachtung des Lebens.
Und das verstehen wir als Zugang zu öffentlichen Räumen, zu öffentlichem Leben. Warum weise ich darauf hin? Ich glaube, es gab einen übermäßigen Gebrauch des Begriffes Betreuung, insbesondere im kulturellen Kontext und im Kontext der Kunstwelt. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass insbesondere für unsere Gemeinschaften Betreuung, Care, ein zweideutiges Wort ist, das geladen ist mit Spannung. Wie schon erwähnt worden ist, ist es so, dass die konventionellen, staatlich geförderten Betreuungsstrukturen etwas sind, wo die Menschen unserer Gemeinschaft allergisch drauf reagieren. Betreuung bedeutet Viktimisierung, Kontrolle von oben, die Infantilisierung, das unmündig behandeln. Das heißt nicht, was das Trampolinhaus versucht zu tun, ist, das zu kritisieren und herauszufordern, indem wir Betreuung wahrnehmen als eine Art und Weise, Betreuung wahrzunehmen als etwas, wo wir in einem schon toxischen System arbeiten und dem etwas entgegenzusetzen. Das Aufbauen von Kapazitäten, das Entwickeln von Workshops, den Menschen die Menschen zu lehren, sie selber zu repräsentieren, das wird das Gegengift sein. Care, Betreuung, wird dadurch zu Solidarität, zu solidarischer Aktion, bedeutet, den Menschen, die viktimisiert worden sind, die Fähigkeit zu geben, selber sich um sich zu kümmern. Wenn jemand ein Französischlehrer wäre, eine Lehrerin, dann kann man diese Fähigkeit einsetzen, Sprache lehren oder Wartungsarbeiten machen, je nachdem, wo die Fähigkeiten liegen. Aber es geht darum, Zugänge zu haben zum öffentlichen Raum und beizutragen zu einem sozialen, demokratischen Vertrag, der schon seit Jahren aufgehoben worden ist für die Asylsuchenden, diesen wieder mit Leben zu füllen. Und darum geht es bei dem Thema Betreuung und Care. Care, Betreuung, ist eine Konstante unserer Arbeit in unterschiedlichen Variablen. Und darum können wir uns auch gut unterhalten miteinander hier aus Dänemark mit dem Projekt Project Artworks in Großbritannien, obwohl wir so weit voneinander entfernt sind. Muhannad. Und dann Sarah. Ich möchte über das Konzept der Kette sprechen, der Verknüpfung, und aufbauend auf dem, was Carlotta gesagt hat. Sie hat ja alles schon aus allgemeiner Perspektive sehr akademisch dargelegt und erläutert und eher den theoretischen Überbau erläutert. Und ich möchte aus einer anderen Perspektive, aus einer praktischeren Perspektive beleuchten, aus unserer Perspektive von denjenigen, die diesen Prozess der Kette und Verkettung durchlaufen. Ich glaube, dass Kettenkonzept beruht auf der Tatsache, dass wir uns wie in einer Schleife bewegen, immer wieder die Dinge sich wiederholen für uns. Und Carlotta hat das erwähnt, Morten hat das erwähnt, es geht um das Aufrechterhalten der Körper von Menschen, durchaus. Gleichzeitig sehen wir aber, dass den Menschen ihre Menschlichkeit durch das System genommen wird, ihre Individualität ihnen genommen wird durch das System. Wenn man abgewiesen wird als Asylsuchender in Dänemark, hat man kein Recht, keinen Zugang mehr zu überhaupt nichts letztendlich. Man kann gerade mal atmen, leben, und das war's dann. Was wir klar machen möchte in unserem Beitrag, ist, das deutsche Asylsystem in Deutschland zu zeigen und den großen Unterschied darzustellen in der Wahrnehmung des Asylsystems aus der Perspektive eines Asylsuchenden. Und auf der anderen Seite der öffentlichen Wahrnehmung. In Deutschland, wenn Asylsuchende abgelehnt werden, haben sie immer noch Zugang zu Arbeit, zu Bildung, zu Aktivitäten
auch wenn sie keine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und dieser Kontrast ist enorm zwischen Deutschland und Dänemark. Viele Menschen mit einem abgewiesenen Asylstatus leben in Deutschland. Und ich weiß aus den Erfahrungen meiner Freunde, die aus Menschen mit ähnlicher Erfahrung aus Nordafrika, die nach Westeuropa gekommen sind, von denen weiß ich, dass einige einen deutschen Pass erhalten haben, obwohl sie niemals einen Asylantrag durchbekommen haben. Das könnte in Dänemark niemals passieren. Selbst wenn man in Dänemark als Asylsuchender akzeptiert wird, gibt es immer noch das Risiko, dass man ausgewiesen wird. Es gab Menschen, die seit fünf, sechs Jahren in Dänemark gelebt haben, mit der Berechtigung, die Dänisch gelernt haben und eine Arbeit gefunden haben. Denen wird plötzlich diese Berechtigung wieder weggenommen und sie werden eingesperrt in ein Internierungslager, in ein Asylzentrum. Und wenn sie dann doch wieder den Status zugewiesen bekommen, müssen sie wieder bei Null anfangen. Sie verschwinden einfach. Man muss wieder von Anfang an bei Punkt Null beginnen, bei dem Punkt, an dem man war, als man zum ersten Mal im Land angekommen war. Und das ist diese Wahrnehmung, dass man in einer Schleife sich bewegt und nie wieder rauskommt. Man kommt immer wieder an den Anfangspunkt zurück. In vielen Ländern bedeutet, dass man eigentlich als Asylsuchender ein Bürger, eine Bürgerin wird nach einer Zeit, weil man Teil der Gesellschaft geworden ist. In Dänemark ist das anders. Das Spiel ist hier ganz anders strukturiert. Es dauert so lange und bedarf so vieler Mühen, um nur das Recht, sich zu erkämpfen, physisch vor Ort bleiben zu können. Und für viele ist das noch mehr, als sie viele Menschen zu erhoffen wagen in Dänemark. Eines unserer Ziele besteht darin, dieses Kettenkonzept vorzustellen und den Kontrast zu zeigen zwischen dem dänischen und dem deutschen Asylsystem und darauf hinweisen, dass wir aktuell in dieser Situation leben in Dänemark. In allen anderen europäischen Ländern, bei allen anderen Organisationen, die an der Ausstellung teilnehmen, die sollen einfach lernen, wie das System gestaltet ist in Dänemark. Und ich möchte zurückkommen auf das, was Carlotta gesagt hat. Beispielsweise, wenn jemand ein Französischlehrer ist, eine Französischlehrerin, und sie können dann die eigenen Fähigkeiten nutzen. In unserer Gemeinschaft darf man das offiziell gar nicht tun, diese Fähigkeiten verwenden. Und das ist mal eine der wesentlichen Leerstellen, die Trampoline House besetzt. Das System dehumanisiert Asylsuchende. Das Trampoline House dem gegenüber versucht, eine Alternative anzubieten, wo man in dieser beschränkten Gemeinschaft, in diesem beschränkten Ort, wir die Möglichkeit haben, wir selbst zu sein, als Mensch, egal mit dem, was man kann, was man hat, was man ist, anstatt dass man sich nur fokussiert auf den politischen Status einer Person, einer Asylsuchenden. Sarah, möchtest du etwas hinzufügen? Ja. Ich möchte hinzufügen, ganz kurz, dass dieses Kettenkonzept zu dem Gefühl führt, dass man irgendwo in einem grauen Nichts feststeckt, ohne Perspektive auf eine bessere Zukunft in Dänemark oder in Europa. Was bedeutet das? Es schafft eine strukturell gewalttätige Asylstrategie, die zu vielen Gefühlen und Emotionen führt. Wir begannen unser Gespräch mit Project Artwork zu diesem Thema. Wie können wir Emotionen wie Wut, Frustration, Erschöpfung im normativen System ausdrücken? Machtstrukturen arbeiten so, dass sie
Emotionen der Traurigkeit hervorrufen. Das ist ein wesentliches Element der Machtausübung. Und wir leben innerhalb dieser Kette. Durch diese Kette werden die Menschen, durch diese Macht werden die Menschen getrennt. Sie haben keinen Zugang mehr zu öffentlichem und sozialen, gesellschaftlichem Leben. Was wir darüber hinaus versuchen und dem gegenüber versuchen, ist, positive Emotionen und Empfindungen und zu schaffen, persönliche Beziehungen zu schaffen und dadurch unseren Raum zu gestalten. Wir wollen Zugang bieten zu einem Raum, der transformiert werden kann, der transformiert und verändert werden kann durch unsere Tätigkeit, durch unser Eingreifen. Project Artworks arbeitet auch mit diesem System. Man versucht, einen kreativen Weg zu finden, indem wir mit unserem Körper, durch unsere Beziehungen, Möglichkeiten schaffen können, zu agieren, tätig zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zur Beschreibung der Kettenstruktur. Well, because thinking about this, I guess what really comes out in terms of your work. Ja, was wir sehen von der Arbeit im Project Artworks, ist die Freude an der Arbeit. Und das bringt mich zurück zu dem, was Buhannad gesagt hat, zur Comedy. Das ist dieses subversive Potenzial, das darin besteht, dass wir Freude, Ruhe, Restauration, das Wiederaufbauen, das Wiederschaffen als Elemente der Arbeit nutzen. Wir sehen im Film die sinnlichen Elemente der Arbeit, die akustischen Elemente der Arbeit, die wir auch gerade im Hintergrund wahrnehmen bei der Arbeit. Unterschiedliche Arten, die Stimme zu nutzen. Und Janine und Mel, in dem Film wird darüber gesprochen, dass Worte durch die Finger rinnen, Dinge, die man schlecht darstellen kann, die man kaum darstellen kann mit Worten. Sprache und Worte werden neu definiert in der Arbeit in unserem Studio. Kunstschaffen wird zu einer gemeinsamen Sprache derjenigen, die an der Arbeit beteiligt sind. Wir haben ganz tolle Beziehungen zu den Materialien, zu anderen Menschen. Es gibt einige, die ganz instinktiv arbeiten, andere, die mehr auf Zusammenarbeit setzen. Und die Art und Weise, wie Materialien eingesetzt werden, diese Art und Weise wird zur Sprache. Und es gibt sehr viel Freude an dem Erforschen, an dem neuen Definieren von Beziehungen, wie Beziehungen gestaltet werden können, wie wir miteinander kommunizieren können. Das sind wichtige Elemente in diesem Video. Die Menschen sprechen für sich selber. Sie stellen sich selber dar, repräsentieren sich. Und das ist ein großer Bestandteil unserer Arbeit. Viel der Arbeit, unserer Arbeit, besteht eigentlich nur darin, diesem Arbeiten zu folgen und das. Es ist eine Spur unseres Engagements. Und in unseren Filmen halten wir diesen Prozess des Gespräches fest. Das ist das, was passiert in unseren Workshops. Diese Gespräche finden dauernd statt. Dadurch wird eine Schicht der Einsicht für das Publikum geschaffen. Sie sehen das Bild, das sieht aus wie ein Bild, und ist ein Kunstwerk, wahrscheinlich, in Abhängigkeit von dem, wie wir dem gegenüberstehen. Aber es ist erkennbar als Objekt.
Und darüber hinaus gibt es eine tiefere Einsicht in die Herkunft dieses Objektes, das an der Wand hängt, durch die Filme. Das kann eine Inspiration sein für das Publikum, aber auch etwas sein, was sie verstört. Das ist interessant, denn hier werden wir spielen mit der Idee des Wertes, mit fundamentalen, kulturellen und menschlichen Werten. Und das ist einer der Gründe. Ich glaube, das ist auch das, was Karl gerade sagen möchte. Das ist einer der Gründe, warum es so wichtig ist, Menschen zu haben in öffentlichen Ausstellungsräumen. Und viele der Kunstwerke und der Künstler können in diesen Ausstellungsräumen präsent sein, in einem Umfeld, das ihnen vertraut ist. Das Gleiche wollen wir erreichen mit unserem Studio, damit die Menschen sich selber, die KünstlerInnen sich selber repräsentieren können, sichtbar werden können mit ihrer Arbeit. Und das führt oftmals zu komplexen Reaktionen bei den Betrachtern, bei den Menschen. Wenn jemand keine Sprache nutzt für die Kommunikation, das ist die gängige Vorstellung, dann kann derjenige oder diejenige nicht selber aktiv sein, Akteur sein. Wenn wir aber nicht die gelernten Modi der sozialen Interaktion und Kommunikation nutzen, dann werden wir damit bedroht, das bürgerliche Verständnis dessen, was Menschsein bedeutet, entzogen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du etwas hinzufügen möchtest. Das Thema von Freude an der Arbeit, von Vergnügen, von darüber nachzudenken, was Kate ja auch dargestellt hat, wo dieses Thema sich verbreitet, strahlenförmig ausbreitet in die Familie, in die umliegenderen Gemeinschaften. Also das beginnt mit Karl, aber unsere Beziehung geht da weit darüber hinaus. Ja. Ja, das ist eine persönliche Beziehung, die über den Einzelnen hinausgeht, in der Tat. Und ich glaube, das ist auch Karls Verständnis. Wenn er nicht im Studio ist, er erkennt das Studio als ein Umfeld, wo es sicher ist. Am Anfang war er unsicher, aber das ist ja wie an den Strand zu gehen, das ist einfach toll. Das ist eine tolle Erfahrung einfach. Und er ist Teil der Gemeinschaft. Und er ist Teil unserer unserer Familie. Das Projekt ist Teil unserer Familie geworden. In einer Situation wie der unseren, einer schwierigeren Situation, ist dieses Projekt eine enorme Hilfe. Und das ist etwas, worüber mehr Menschen Bescheid wissen sollten, bekannt gemacht werden sollten. Für Familien mit jüngeren Kindern, bei denen komplexe Bedürfnisse und Notwendigkeiten festgestellt worden sind, für die ist es sicherlich einfach wichtig, auch darüber etwas zu erfahren, wie man damit umgehen kann. Und ich halte das schon fast für einen Luxus. Er hatte die Erfahrungen etwas später, als ich und meine Schwester sie haben konnten. Und von daher denke ich, ist das auch. The practice, which is very much about the sort of
etwas, was uns nachdenken lässt über das Thema Freude bei unserer Arbeit. Wir haben über das Thema Galerie gesprochen. Kate hat über das Thema Galerie gesprochen. Können wir dort sein in diesem Raum? Können wir dort selbst sein? Normalerweise verknüpfen wir mit Kunstmachen etwas sehr bewusst Agierendes, aber hier ist es eine Erfahrung, die Freude macht. Und es wird einem ein Spiegel vorgehalten über mein Leben selber, über meine sozialen Konstrukte, in denen ich lebe. Und das ist etwas Befreiendes, was wir hier wahrnehmen, an dem wir teilnehmen. Und das ist, glaube ich, auch der wichtige Beitrag, den alle machen. Mel, Carl und wir im Project Artworks könnten überhaupt gar nicht arbeiten ohne die Beiträge von allen. Es ist toll, Carl zu sehen, wie er angenommen wird, akzeptiert wird in einer Gemeinschaft, wo nicht gesagt wird, wir müssen ihn anführen und zeigen, wie es geht, sondern es ist etwas, was reziprok abläuft. Die Verbindung zwischen uns und dem Trampolinhaus, glaube ich, besteht darin, dass das, was wir tun, das ist ein Aspekt unserer Arbeit, dass wir versuchen, ganzheitlich zu arbeiten mit den Menschen, ganzheitlich zusammenzuarbeiten auch und die KünstlerInnen zu unterstützen, ihnen dabei zu helfen, komplexe Systeme zu navigieren, die so strukturiert sind, dass sie normalerweise das Ziel haben, ihr Leben zu unterstützen. Oftmals verschwinden aber auch Leute aus dem Studio. Wir verlieren sie. Plötzlich verlieren wir sie in restriktivere Umfelder. Und es ist wichtig, mit dem System zu arbeiten, zusammenzuarbeiten. Was wir bei der Documenta machen möchten, ist, aktuell arbeiten wir an der Schaffung von Beziehungen mit Menschen, die in Pflegeumfeldern in Kassel, Deutschland leben. Wir versuchen, das Sozialsystem, die Strukturen zu verstehen. Wir wollen Gemälde erstellen in unserer Zeit während der Documenta, um zu verstehen, wie die Menschen leben. Wir wissen nicht, ich weiß nicht, wie das indonesische System beispielsweise gestaltet ist. Unterstützen die Gemeinschaften dann Menschen mit Behinderung oder gibt es staatliche Systeme, die man nutzen kann? Wie sieht es aus in Bangladesch mit den Systemen? Welche Verknüpfung gibt es zwischen dem Einzelnen und der Freiheit, Zugang zu haben zu einem vollständigen Leben? Welche Unterstützungsnetzwerke gibt es? Wir haben es also mit unserer Arbeit mit einem Forschungsprojekt zu tun. Und ich weiß nicht, wie die Systeme ausschauen, aber das interessiert uns wirklich brennend. Die Menschen müssen einfach verstehen, dass, um leben zu können, einige einfach Hilfe brauchen. Sie brauchen Unterstützung, um leben, um überhaupt am Leben bleiben zu können. 24 Stunden am Tag Unterstützung. Und in solchen Situationen, das ist unsere Fragestellung, schauen wir uns die Systeme an, die das ermöglichen. Morten, ich glaube, du wolltest das Wort haben, Trampoline House. Möchtest du darauf reagieren? Ja, herzlichen Dank. Ich möchte kurz zu sprechen kommen.
because I think there are similarities in a way. Auf die Ähnlichkeiten, die es gibt zwischen dem Trampoline House und dem Project Artworks. Unsere Methoden scheinen ähnlich zu sein. Wir wollen eine Gleichheit schaffen und erreichen. Für uns ist es wichtig, hervorzuheben, dass die Menschen, die in den Camps leben, behandelt werden von dem System. Sie bekommen alles, was der Körper braucht. Aber nach 6 Monaten ist es so, dass viele der Bewohner in den Camps krank werden. Sie entwickeln Krankheiten als Ergebnis der Isolation, der Abgetrenntheit. Und die meisten von ihnen entwickeln mehr oder weniger stark ausgeprägte Depression. Die Reaktion dann von Seiten des Gesundheitssystems besteht darin, dass man Medikamente verabreicht. Wir sind der Auffassung, dass dieser Ansatz vollständig falsch ist. Was in den Lagern dort passiert, ist, dass die Menschen eigentlich gesund reagieren auf ein krankes System, auf ein krankmachendes System. Und unsere Reaktion im Trampoline House besteht darin, dass wir versuchen, ein Gegengift zu schaffen für dieses System, das die Menschen krank macht. Das Gegengift besteht darin, dass wir ein einschließendes Umfeld, ein inklusives Umfeld schaffen, wo wir auch gleichzeitig versuchen, unsere eigenen Viktimisierungen des anderen aus uns selber zu überwinden. Wenn jemand immer wieder viktimisiert worden ist, dann hat man einfach gelernt, dass es so ist. Man wird einfach viktimisiert. Und von dort Gleichheit zu schaffen, erfordert Fähigkeiten und Fertigkeiten von beiden Seiten. Wir haben unsere Freiwilligen, die jemandem helfen wollen. Und das kann oftmals von sich aus schon problematisch sein. Denn letztendlich geht es bei unserem Ansatz darum, dass wir den Menschen es gestatten und sie dabei unterstützen, sich selber zu helfen. Joy and pleasure, ja, Freude concept, und Vergnügen und dieses Konzept, das verknüpft worden ist, auch mit dem Comedy-Prozess. Mel hat gesagt, dass dies eine Art von Luxus wäre. Und ich möchte dazu sagen, dass in unserer Wahrnehmung von Comedy, wie wir damit arbeiten, als Praxis in unserer Installation, wir uns diesen Luxus nicht erlauben können. Das ist der große Unterschied. Wir haben Comedy ausgewählt, weil es eine Fluchtroute ist für uns. Eine der wenigen, die uns bleibt. Wir können Dinge sagen, die vielleicht zu ernst sind, zu verletzend sind, wenn wir es ernsthaft ausdrücken würden. In einem ernsthaften Setting. Wenn wir es aber in einer Comedy, in einer komödiantischen Art und Weise ausdrücken, dann gibt es das unabgesprochene Verständnis, dass man das als Scherz auffassen kann. Aber letztendlich kann man auf Grundlage dieser Herangehensweise die Menschen dazu führen, da noch einmal drüber nachzudenken. Wir haben also die Freiheit zu sagen, was immer wir sagen möchten. Jeder weiß, dass es Comedy ist. Und dann ist das in Ordnung, wenn man ein wenig zu weit gegangen ist. Das wird akzeptiert. Hier bleibt plötzlich der Ton weg. Ich nehme an, da ist unabsichtlich das Mikrofon stumm geschaltet worden in Dänemark. Maybe while Morten and Mohammed, während Morten und Mohammed noch schauen, wie sie die Mikrofone wieder aktivieren können, schaue ich auf die Uhr und sehe, dass wir noch 10 Minuten Zeit haben. Unglaublich. Carlotta und Sarah, wollt ihr noch etwas sagen zu dem Project Artworks und zu dem von uns angesprochenen Themen? Ja, Carlotta. Carlotta. No, Sarah wanted to speak. Sarah wollte was sagen. Ah, okay.
It's fine. Okay, I can go briefly. Yeah, dann. Yeah, regarding also übernehme ich the kurz. Spaces that we are creating. Die Räume, die wir schaffen, das ist ganz toll, das Project Artwork zu sehen, die ihren eigenen Raum geschaffen haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so etwas erfahren zu können. Das sind Räume, die sicher sind. Und das ist ein Konzept, was ich nicht oft verwende, sicherer Raum. Denn es ist wirklich schwierig, einen sicheren Raum zu bauen und zu schaffen. Als ich zum ersten Mal zum Trampoline House kam, fühlte ich mich willkommen geheißen, und selber als Gastgeber auftreten zu können, ist ein Recht. Als Gast aufgenommen zu werden, ist ebenfalls ein Recht. Und das war eine ganz andere Position, in der ich mich im Trampoline House befand. Jeder, der dort war, hatte eine Zielsetzung. Jeder, der da war, jede, die da war, versuchte, eigene Fähigkeiten beizutragen zur Gemeinschaft. Und dieser Ort ist immer noch brüchig. Denn er muss immer wieder erkämpft werden in einem unablässig gewalttätigen System in unserer westlichen Gesellschaft, die so patriarchisch strukturiert ist. Und dieser Raum ist auch gleichzeitig ein Raum für Kunst. Und das führt mich zu einer weiteren wichtigen Frage. Wo ist die Kunst? Das Trampoline House definiert sich selbst als ein Community Center für Flüchtlingsgerechtigkeit. Gerechtigkeit und die Gemeinschaft, das sind die zwei Säulen von Kunst. Und das ist das, was wir mit diesem Raum auch verwirklichen. Ein solcher Raum existiert sonst nicht in unserer Gesellschaft. Und von daher ist dieses Projekt auch ein Kunstprojekt. Ja, das ist ein sehr wichtiger Gedanke von dir, Sarah. Wir haben eine einzigartige Unterstützungsstruktur, die sonst anderswo nicht zu finden ist. Und das ist das, was auch zu Kunst führt und was ich auch am Werke sehe im Project Artwork. Das heißt, wir schaffen einen Raum, ein Umfeld, das im Laufe der Zeit selber zu einer Struktur wird, zu einem Modell wird dafür, wie man Dinge anders gestalten, anders herangehen kann an sie. Und der Schlüsselpunkt hier besteht darin, dass wir durch unsere täglichen Praktiken eine Kultur schaffen, eine Kultur der Umsetzung. Kunst ist also nicht mehr ein großes Ereignis, eine große Veranstaltung, die einmalig stattfindet und das war's. Wir versuchen, in unserer Gemeinschaft selber Kunst zu schaffen. Und das kann natürlich auch durchaus zu einer Herausforderung führen in unserem Zusammenspiel mit der Documenta 15-Struktur. Und das ist sicherlich ein Punkt, über den wir uns unterhalten müssten. Ja, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Und wir hatten ja auch unsere Vorgespräche. Ich möchte euch bitten, ganz kurz etwas zu sagen über die Dinge, mit denen ihr noch am Kämpfen seid, wo ihr noch Unsicherheiten habt in Bezug auf eure Arbeit, auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Es gab ja etwas, wenn es etwas gibt, was ihr hervorheben könnt und möchtet, was wäre das? Auch im Zusammenhang mit eurer Arbeit im Bereich Documenta 15. Wir beginnen mit Project Artworks. I think that we're always walking along. Wir arbeiten immer in einer Art von ethischem Drahtseilakt von Zustimmung, fehlender Zustimmung.
mit jenen, die nicht in der Lage sind, bewusst sich für etwas zu entscheiden im Sinne eines Konsensus. Wir arbeiten in einem Konstrukt von Rechten und ethischen Werten. Das ist natürlich ein schwieriges Umfeld. Und für Karl wäre es toll, wenn wir, es wäre toll, wenn wir sehen könnten, was Karl dort gerade hergestellt hat, während wir gesprochen hatten. Ja, vielleicht kannst du die Kamera ein bisschen rumtragen, damit wir das sehen können. Und Trampoline House kann in der Zwischenzeit die Antwort formulieren. Die Frage war die folgende. Ich glaube, ihr habt immer noch ein bisschen Probleme mit der wenn ihr sprechen dürftet über ein Thema, das immer noch eine Schwierigkeit darstellt, auch in der Zusammenarbeit mit Documenta 15, was wäre dieses Thema? Wie würdet ihr das beschreiben? Vielleicht möchte jemand anderer vom Trampoline House das Wort ergreifen? Ja, die Zeit läuft uns davon. Wir haben noch 2 Minuten. Carlotta, vielleicht könntest du das übernehmen. Da scheint es noch Tonprobleme zu geben bei Muhannad und Morten. Ja, wenn ich jetzt auf die Schlüsselworte schaue von Documenta 15, da geht es um Praktiken. Wenn wir über diese Praktiken nachdenken, dann denken wir auch darüber nach, wie wir sicherstellen können, dass welche nützlichen Dinge aus Documenta 15 auch herauskommen, sind sicherlich immer relevant für das Thema von Repräsentation, sind relevant dafür, dass wir das Publikum darüber informieren, über das dänische Asylsystem beispielsweise. Aber dann stellt sich auch die Frage der Nachhaltigkeit. Was bedeutet das auf der längeren Sicht für unsere Gemeinschaft? Das hat vielleicht etwas weniger zu tun mit uns selber, als vielleicht eher mit der Kreuzung, an der die Kunstwelt insgesamt aktuell steht. Und ich nehme hier eine Spannung wahr. Sarah. Wir haben die Ukraine-Krise und wir haben eine neue Welle von Flüchtlingen, die privilegiert behandelt werden. Hier kommt leider der Beitrag akustisch nicht klar genug an. Wir verändern unsere Programme. Unser Vorschlag besteht aus Workshops, aus Bildungsarbeiten, aus dem Teilnehmen an der Arbeit, aus die Gemeinschaft von Asylsuchenden und Flüchtlingen verändert sich ganz stark im Augenblick. Und das ist etwas, mit dem wir es im Augenblick zu tun haben. Und das entspricht auch der Natur des Trampolinhaus. Wir haben es mit unablässiger Veränderung zu tun, aufgrund der sich ändernden Bedingungen, in denen wir leben und arbeiten. Damit beschließen wir das Gespräch und vielleicht können wir enden mit dem, was Karl während unseres Gesprächs produziert hat, hergestellt hat. Und ich möchte mich bedanken bei allen TeilnehmerInnen und möchte insbesondere mich bedanken bei Undine, die Gebärdendolmetscherin, und möchte mich bedanken bei Matthias Janssen, dem
Simultandolmetscher, der ins Deutsche gedolmetscht hat. Dieses Video wird verfügbar sein in Kürze in deutscher und englischer Sprache. Die nächste Episode dieses Gespräches wird am 8. Mai stattfinden, auch ein Sonntag. Man findet auf der Documenta 15 Website und in den sozialen Medienseiten und Kanälen mehr über diesen Datum. Ich wünsche allen alles Gute und möchte mich noch einmal bei den Podiumsteilnehmerinnen bedanken. Herzlichen Dank. Passt auf euch auf. Danke.